Hallo und willkommen zurück hier zu Resident Evil 5 und wir haben wunderbares Wetter, haben uns gerade ein paar gute Hamburger selbst gezwirbelt, haben uns eine Shisha gemacht, ein Bierchen getrunken und jetzt war die Frage, was machen wir bei diesem wunderschönen Wetter? Genau, wir zocken eine Runde Resident Evil. Ja, ich zocke hier wieder mit der Emily, mit der Conny und ja, ich bin weiterhin Ben, wie gehabt, und wir sind da, wo wir aufgehört haben, in der Höhle des Todes, nein, in der Stadt der Kannibalen natürlich. Mit monströsen. Halt! Ich habe eben was doch gesehen. Da hat doch was geklitzert. Das ist mir gerade eingefallen, als ich hier gelabert habe. Da. Ja, ich hab daneben geschossen, aber getroffen. Wollte gerade sagen, sah nämlich so aus. So, feuerfrei. So, hier. Was war hier? Ich glaube, ich weiß, was hier war. Sag's nicht. Ich will selber schockiert sein, was mich hier erwartet. Oder ist das? Nee. Ja, doch. Es klingelt. Ich glaube, hier war das mit den Laser-Döns, ne? Ja. Laser? Hier? Ja, lass dich überraschen. Ja, doch, da war was. Hier gibt es drei Aussparungen. Es sind drei Kreise. Chris, wieder mit seinem Doktortitel, hat er wieder zusammengesetzt, was niemand anders hätte erfassen können. Da halt richtig drei Löcher in der Tür quasi. So, okay. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, da runter zu laufen. Da muss erstmal. Ah, da muss erstmal Bambushöschen wieder zur Fackel greifen. Was, ne? Machen. Shit. Ja, Laser-Crab, sag doch. Und kommt gleich um die Ecke wieder laufen. Und wird zerfetzt. Mit seinem eigenen Laser. Das hat's ja gebracht. Warum? Jetzt stelle ich mir die Frage, warum dieser Laser? Und warum erfindet ihr keine Fusionskraftwerke? Wir brauchen jetzt die drei Dinger, ja genau, die müssen wir jetzt holen. Durchgehen, gucken. So. Ach hier, sehr geehrter User DMX, wenn du zugucken solltest, guck mal, ich habe mir hier meinen Granatenwerfer mitgenommen. Oh, scheiße. Wow, was war das? Da oben, ballern sie. Lass uns durchrennen. Ich versuche abzuhauen. Oh, du bist ja fast tot. Aber ich muss hier weg, gleich explodiert alles. So, was ich auch gelernt habe, ist, wenn man den in die Beine schießt, dass man die dann von hinten irgendwie so finishen kann, ne? Das. Vielleicht klappt das auch mit dem. Boah! Hör auf mit dem Shit! Okay, man darf ja nicht übertreiben. Darf ja erstmal nicht übertreiben. Aber ich versuche die. Boah, das ist. Nein, lass den Scheiß. In die Fresse. Okay, weiter. Wie sieht's hinter uns aus? Boah, ich habe ein Speer ins Kreuz gekriegt. Fliegeviecher, Fliegekacke. Ich glaube, hinter mir kommt was, oder? Es kommt immer irgendwas. Es ist immer so, immer kommt irgendwas von hinten. Ich spüre das schon förmlich. Wenn ich genau weiß, wenn jetzt was von hinten kommt, ist scheiße, dann kommt auch immer irgendwas von hinten. Bist du bei mir? Ich muss mich heilen. Ja, ich komme. So, ich bin da. Das hat das keinen Wert. Ich höre noch Dünn-Dünn-Musik. Ja, hier oben ganz viele. Ach, das sind diese Sprengstoffwerfer. Alter, was? Die sind ja krass drauf, ey. Was ist das? Ja, was ist das? Wir sind ganz nah an der Kannibalentoilette. Das sind die Geräusche, die sie machen, wenn sie. Ja, genau. Kennt man doch, wenn man morgens, ne? Ja. Bestimmte. Och, Mann. Dann hört man es immer aus dem Klo. Oh, der sitzt schon wieder. Oh, das Feuermann, warte. Fliegevieh. Oh, das ist so ein großer. Warte, Leuchtgranate. Ich will gucken, ob es funktioniert. Der ist immun. DMX. Oh, scheiße. DMX, was hast du mir gesagt? Der ist immun. Wahrscheinlich mache ich es falsch. Ist nicht deine Schuld. Ich habe eine Schrotflinte. Ich muss sie nur schnappen. Okay. Jetzt kann ich dir doch eine in die Fresse geben, nein. Mann, hier, was soll denn das? Ich bin hier beim Großen, du musst hier alleine fett werden mit denen da unten. Ja, ich will da aufspießen, aber hier tut sich nichts. Die springen sofort wieder auf. Okay, so, mach das mal so. Ich hab die Schrotflinte gut gepimpt. Oh, ich muss abhauen. Ich krieg gleich einen Foot ab. Oh, das war bestimmt knapp. Das war garantiert knapp. So, ich bin da. So, Yokozuna, komm vorbei. Ins Kreuz getreten. Boah, sehr geil. Das war Teamwork.
Gibt's auch gleich jetzt mal ein Saphir-Herzchen. Ich konnte die anderen auch nicht erstechen, die sind hingefallen und waren so hardcore, dass sie sofort wieder aufgesprungen sind. Ja. Das hätte ich nicht besser formulieren können. Toll. Das ist wie mit Wolfenstein mit dem Schweißen. Ich werde wahrscheinlich gibt es da voll die coolen Kombos, die du machen kannst, aber. Oh, stimmt, hier ist wieder Laser. So, rüber. Jetzt habe ich erst eine Mine. So kann ich den da oben eigentlich nicht irgendwie so erwischen? Ja, Vorsicht. Der ist wahrscheinlich gerade so nicht erwischbar, ne? Ja, da steht natürlich da so. Hinter der Mauer, kann natürlich nicht mehr. Egal. Andere Seite? Ne. Ja doch, wir müssen noch zwei, brauchen wir noch. Diese Tür hat drei Aussparungen. und drüber. Ach, hier ist noch so ein. Ja. Safe. Ah, bin ich hier richtig? Ist hier was drinne? Da ist was drinne. Da ist tatsächlich was drinne. Das war, glaube ich, zu spät. Oh, scheiße. Ich bin zu spät, glaube ich. Das war knapp. Oh, wo muss ich hin? Muss ich hier? Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Boah. Sehr geil. Oh, ich bin reingelaufen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich habe was gehört. Ich weiß nicht, ob die bei dir oder bei mir sind. Da sind sie. Eine Millisekunde zu spät. Ah, jetzt hab ich dich damit getan. Ja, Feuermann, Feuermann. Nein, schieß aufs Feuer. Aufs Feuer. Schieß aufs Feuer. Nein, schieß aufs Feuer. Nein. Weg. Oh shit. Oh shit, Tentakelmaster. Tentakelmaster. Ach, Blendgranate. Warte, warte, nicht schießen. Jetzt teste ich. Komm schon, das muss doch funktionieren. Blendgranate. Tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wieder massiv Munition gespart. Ja, auch ich kann lernen. Ich kann lernen. Oh, Schilderbrudus. Oh, Schilderbrudus. Ich hab eine Handgranate. Die, warte, warte, warte. Bis das. Macht's gut. Tschüss, schönes Wochenende. Ich hab nicht getroffen. So, nochmal. So, nochmal. So, nochmal. Jetzt aber. Nein, ich hab schon wieder. Doch, jetzt sind die Schilder kaputt. Die sind alle kaputt. Oh, crap. Boah, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, ich krieg den Spieß in den Wanz. Ja, ich hab den Wanz gekriegt. Oh. Oh, hinter mir. Yes. Okay, hinter dir ist einer, aber den hab ich. Dem gebe ich erstmal eine. Oh, der hat mich doch getroffen. Der hat dich ohne Kopf geschlagen. Das ist, Alter, das ist ja ein Chicken. Ich wollte auch wieder heilen. Oh, krass. Krass, 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 krass. I'm coming. Hey, ich hab mich geheilt, aber dich nicht. Hold on. Was? Das ist ein Teufel. Jetzt hab ich mich geheilt und dich nicht. Was ist da los? Das ist aber nett. Ja, was? Alter, was? Oh, Mann. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. No! I'm coming! I'm coming! Ja, das ist wahrscheinlich nix. Ja, hab ich auch nicht. Erstmal weg. Okay, hier war die Blendgranate. Boah. Munition. Krass, ey. Was ist denn du hast noch einen grünen. Ich höre noch was. Irgendjemand ballert hier rum. Da oben. Was eine Ratte. Was eine Sacknaht, ey. Schon mich erzählen. F-U. Ja. Wenn du jetzt im Feuer stehst, dann GG. Okay. Ah, das Grüne, das macht nicht so. Oh doch, du hast ein großes. Sehr geil. Da hat wieder was geglitzert. Ich weiß nicht. Hier. Alles wird mitgenommen. Niemand bleibt zurück. Vor allen Dingen kein Gold. So, ich muss jetzt. Wie lang oder da lang? Na, nochmal. Wir müssen nach vorne, okay. Geh mal ruhig, ruhig. Und rennen. Dun, 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 dun. Ah, gehen wir hier erstmal Halbzeit. Das wissen wir doch. Das schaffen wir doch eh nicht. Feuer. Das schaffen wir doch eh nicht. So. Feuer frei. Links, 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 links. So, jetzt aber. Können wir noch nicht erwischt werden.
Da hinten ist auch noch was. Hier so eine Urne. Da glitzert wieder was. Es gibt ordentlich Knete hier. Oh, da ist. Warte mal, den erwische ich doch. Ich schieße daneben. Headshot! Das Ding ist aus. Sehr geil. Okay. Wenn man den richtigen Winkel hat, dann läuft das. Oh! Ja, hier ist Schatten. Buddha-Schatten. Da kommt Buddha. Da kommen doch hier rein. Ja, die werden gleich. Ja, gleich kommt doch. lassen wir sie einfach mal reinkommen, richtig. Ich meine, der ist ja mit mechanischer Genauigkeit benutzt, da sein Laserwerk. Das ist echt so schnell rüber. Oh nein, da ist noch einer. Lass uns warten, bis der auch tot ist. Wie auf dich zeigt. Warte mal, hier hat was geglitzert. Sorry, eine Runde müssen wir noch aussetzen. Ah, das muss mitgenommen werden. Das sind Upgrades, Munition, Heilung, alles. Apropos Heilung, da ist noch ein Pflänzchen. Hier kann man noch runtergehen. Feuer. Wir nutzen echt jeden Millimeter, um hier rumzulasern. Okay, ich gehe in die Ecke. Boah. Das ist schon hart. Wie viel Energie in diesem Laserstrahl gebündelt sein muss. Die sind überall. Hilfe. Was geht denn ab? Jetzt müssen wir warten. Ich weiß auch nicht so genau, wo wir jetzt lang müssen. Nee. Ich habe das Gefühl, dass wir hier. Ah, fuck! Ich dachte, wäre schon vorbei gewesen. Okay, wir gehen zurück. Scheiße. Oh, ich habe mich erschrocken. Ja, ich auch. Voll weggeflasht. So, gehen wir jetzt hier lang. Aber ich glaube, das Gefühl, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Da hinten sehe ich aber noch zwei. Da stehen noch. Hier. Zwei Urnen, ne? Die nehmen wir noch mit. Jetzt habe ich nur Energie verloren, ohne irgendeinen Beitrag geleistet zu haben. Business as usual. Ne? Munition, sehr geil. Oh, die kann ich gut gebrauchen. So, Vorsicht. Ist wieder irgend so ein Laser-Nazi. So, und weg. Okay. Toll, hätte ich auch gleich. Oh Gott, wie lame. Oh Gott, das überlebe ich nicht. Oh, fuck. Oh, ich auch. Oh Mann, ey. Kacke. Ich bin wieder rein. Oh shit, hier ist auch nochmal Feuer. Ich komme nicht auf den Lüster hinkommen. Ich habe Angst. Kommt da jetzt noch was? Das ist echt knapp. Du kannst da rechts auch nochmal rein. Da. Ah, das ist auch noch vor. Ja, wir stellen uns hier richtig gut an. Vor allen Dingen dieser Fokus, der belasert zwei Bereiche. Oh, weg hier. Wir hätten hier nicht runtergehen dürfen. Wir hätten da geradeaus weitergemusst. Oh, ja, hier nochmal. Oh nein, hier. Oh, hier ist los. Das wird knapp. Okay, Gott, geschafft. Ja. Boah, ist hier noch irgendwas? Ah, der war direkt hier, Hilfe. Boah. So, okay, Lage sondieren. Was geht hier ab? Also Memo und ich, ich weiß gar nicht, wie nenne ich die denn, Fettköpfe mit den Riesenmasken, die lassen sich nicht blenden. Die sind zwar blendend aus, aber... Ja, total. Ah. Shiver, ich kann nicht nur rüberschmeißen. Und gleich Opolo. Ja, ganz viel. Oh. So, ein... Wie sieht's bei mir aus? Bei mir ist noch alles Safety. Boah, die sind hier echt... Einen habe ich weggehauen. Von mir aus immer noch gut. Was ist bei mir aus? Hier müsste gleich einer bei mir aufkommen. Das kann nur so sein. Na, hier kommen wir. Ich komme wieder hierher. Ja. Das Gefühl ist, ich habe so Angst, dass sie von hinten kommen. Okay. Sehr geil. Guter Headshot.
Ich sehe die so nicht, die sind bei mir noch im toten Winkel. Im Winkel des Todes. So, wie sieht's da oben aus? Da oben sehe ich keinen. Ich sehe ja nur was glitzern. Ich geh mal. Schreit herum. Boah, da kommt ein Riese. Oh, scheiße. Renn durch, nimm das Ding auf und spring auf der anderen Seite runter. Du kannst da geradeaus weiter. Der kommt eh zu dir. Stimmt, der kommt zu mir. Komm nachher, du Drecksack. Ich habe keine Angst vor dir. Wie bist du nur so groß und hässlich geworden? Das frage ich mich. Ich werde dich von deiner Not erlösen. Das ist jetzt irgendwo ein Fisch. Kann ich hier gerade mal machen? Einen in die Fresse, dann schießt du ihn wieder in die Beine, dann kriegst du wieder einen in die Fresse. Dann kann man runtergehen. Ja, kommst du zu mir. Wir haben alle drei aufgenommen. So, in die Fresse, dann wieder einen in die Beine, wieder einen in die Fresse und dann so, wie du es damals im Kindergarten gelernt hast. In die Fresse und dann alles in die Beine. So erzieht man euch doch, oder? Sitzt man euch den ganzen Tag und haut euch einfach nur derbe die Hucke voll. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass ihr so viel aussieht. Jetzt lass uns mal angucken hier. Was hast du denn da für einen schönen Stock gebastelt? Das sieht ja toll aus. Ja, sehr schön. Hast ja ganz viele Köpfe zusammengebunden. Für dieses Kunstwerk gebe ich dir eine 2, denn es ist äußerst von Kreativität gespickt. Und auch dein Seil, deine Seilhose, die du dir um den Arsch gewickelt hast, sieht auch nicht schlecht aus. Muss ich ja schon sagen. Damit wärst du eigentlich auf jeder Halloween-Party der King, wenn du mir so ein Ding hättest. Wäre schon nice. Okay, wir warten jetzt noch ein. Mhm. Weil ich glaube, ich bin dann tot, wenn ich einen abkriege noch. Wie ein Uhrwerk und feuerfrei. Ja. So. So, gut, rüber. Wir hätten eigentlich auch unten rumgehen können, fällt mir gerade an. Aber wir haben hier den Laser ja ausgeschaltet, ne? Ja, deswegen können wir jetzt so hier zurück und die Tür mit den Emblems bestecken. Bestecken? Einfügen? Bestecken, also. Ja, was? Das klingt ja edel. Wir bestecken, genau, wir bestecken die Tür. Ja, wie nennt man das denn, das Verb rein hinzufügen? Bestücken. Bestücken, danke. Linguistin Emily wieder am Start, hier erklärt uns, wie wir die Sachen richtig sagen. Sehr gut. Warum nicht gleich so, ne? Ja. Steck. Eingesetzt. Das Erdemblem wurde eingesetzt. Das Meeremblem wurde eingesetzt. Und jetzt geht die Tür auf mit einer uns unbekannten Mechanik, wie immer. Glitzert schon wieder was? Sieht schon ziemlich imposant aus hier, diese Höhle. Sie mit ihren eigenen Zähnen rausgeschlagen. Sie hier durchgegraben, durchgefressen. Natürlich triffst du beim ersten Schuss. Come on! Come on! Come on! Habe ich erwähnt, dass ich keinen Timer gemacht habe? Nee. Ich habe keinen Timer gemacht. Oh nee, was denn jetzt? Wie viele Minuten haben wir jetzt? Wenn du jetzt gerade guckst, dann wirst du sehen, dass wir jetzt nur 15 Minuten haben. Ich glaube, man 15 Minuten. Wahrscheinlich jetzt 25. Und alle packen sich jetzt an den Kopf. Ja, dann ist das halt so. Hier ist da bestimmt noch irgendwas zum Glitzern oder irgendwas zum Mitnehmen. Ich spüre es. Muss was sein. Ein Fackelständer vielleicht ein bisschen. Ja, da verstecken die immer gerne was drin, ne? Macht aber keinen Sinn, weil Diamanten sind ja Kohlenstoff und die verbrennen ja sofort. Also. Es sei denn, es hat sich noch was geändert hier in der Physik. Oh, was ist das? Ein Laserkabinett. Sieht aus wie bei Splinter Cell, wenn irgendein wichtiges Dokument versteckt wird. Ich berühre niemals die Laserdinger. Oh yeah. Ach, das ist so ein Logikrätsel, ne? Von wegen, drehe die Spiegel so, dass du das da hinten erwischst. Und dann geht der Fahrstuhl runter, ne? Hey. Und wenn ich das Ding drehe und du kriegst den Laser ab, dann stirbst du auch. Ja, das hatten wir immer. Ich bin da oben hingegangen, glaube ich. Ah, da, ja. Geh mal auf Nummer sicher, ne? Vielleicht ist hier noch was. So, okay, lass mal schauen. Eigentlich müsste ich ja rein theoretisch nur ein einziges drehen und das da hinten, ne? Ist nix. Lass mal angucken. Eigentlich müsste ich nur das hier um 90 Grad nach links verdrehen. Ja, eigentlich. Schon bereit. Easy pupisi, so muss das laufen. Ein Dreh und der Fahrstuhl läuft wieder. Fahrstuhl. In einem Kannibalendorf. 1A. Tja, dann fahren wir doch mal.
Wie benutzen wir den Fahrstuhl eigentlich? Wir fahren halt einfach runter, ohne uns zu bewegen. Wir stellen uns einfach drauf und wollen fahren. Ah, wir wollen, genau. So, okay. Kannst du dich jetzt hinter den Säulen verstecken oder so, ne? Ich geh da hoch. So, alles klar, warte mal, das hier. Umstoßen. Wenn ich das hier umstoße, dann springt der Laserstrahl da drauf. Dann darf das Ding reflektiert. Der reflektiert es dann nach da ins Nirvana. Das bedeutet, ich müsste den hier erstmal nach rechts verschieben. So, dann werde ich die spektrale Dichte dieses Lasers. Laser hat sich dann da dran. Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation. Da drauf. Und dann muss ich den jetzt hier nach links. Es kann auch völliger Bullshit sein. Also aber ich glaube, das sieht gut aus, ne? Dann möge mein Schachspiel, so dann trete ich da mal hart gegen. So wie ich das auch beim Schuhkauf mache. Naja, Schuhe anprobieren muss man natürlich auch die wichtigsten Movements üben, ne? Vor allen Dingen, okay, wenn ich jetzt trete, müsste der Fahrstuhl funktionieren. Oder ich bin tot. Eins von beiden. Tada! Mega nice. So, irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ist jetzt auch nicht so schwer, um ehrlich zu sein. So. Und abwärts. Und wieder wollen wir mit dem Fahrstuhl fahren, nach unten. Was ist, wenn ich nach oben fahren will? Ach, hier ist was drin. Da, die Tür, die müssen wir anlösen. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall... Obwohl, wenn wir da... Kommen wir da wieder rein? Wenn wir das hier reinmachen? Mit dem Laser, meine ich? Gute Frage. Doch, da, eigentlich schon. Warte mal, hier haben wir erstmal eine Kiste. Das sieht gefährlich aus. Das kann doch nur eine Falle sein. Das sieht doch so schlecht aus. Das sieht echt schlecht aus. Ist leer. Ist eine Falle. Deppen. Ah. Wie kann man nur so dumm sein und so eine Kiste aufmachen, wenn man genau weiß, dass es eine Falle ist? Alter. Oh, scheiße. Hau ab. Hau. Nein! Oh Gott. Es sind so viele. Spider-Mans Schergen. Okay, ich hab die falsche Waffe. Weg. Die kommen alle angejumpt, als gäbe es keinen Morgen. Nein. Oh. Seid so ekelhaft. Sehr gut geschossen. Oh, shit. Die sind echt widerwärtig. So, das nächste Mal, wenn ich weiß, dass ich eine Falle ist, auch wenn ich nicht weiß, aber vermute, dann machen wir es wahrscheinlich trotzdem auf. Ah, die Neugier siegt. Ah, wieder eine Falle. Nein! Ah. Wie ist das? Ja, ich hätte meine Waffen mal da hinten sollen. Ich weiß. Untersuchen. Eine Falle, kein schöner Tod. Nein, ist kein chirurgisch präziser Speer, sondern der wurde einfach sinnlos von irgendwelchen herumfliegenden Metallfragmenten durchstoßen. Vollkommen zerfetzt. Das ist schon ziemlich ekelhaft. Aber das ist man ja von Kannibalen echt gewohnt. Okay, zurück. Da hinten ist auch noch ein Raum. Warst du da schon drin? Ich habe gesagt, das muss ja da rein. Da ist unser Spiegel. Ah, da müssen wir rein, stimmt. Okay. Aber wir können auch zuerst reingehen, aber... Nee, ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen dann eh da rein. Ja, glaube ich auch. Das bedeutet, das hier ist quasi der Mutterspiegel. Der, egal wie es läuft, der hier muss auf jeden Fall irgendwie in die Richtung zeigen, damit... Ja, ich glaube, ist okay. Das bedeutet, der hier muss dann nach da kommen. So, okay. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Das natürlich auch ohne groß. Wo geht denn das raus? Da geht das. Dann muss ich darum und dann hier. Okay. Natürlich steht keiner in der richtigen Position. Ich muss alle umdrehen. Immer eine Nummer härter. So,
So, du stehst in Sicherheit. Jetzt werde ich nämlich den Laserspiegel verstellen. Und dann müsste es eigentlich sofort klappen. Hier ist ja auch eine Tür. Ich glaube, die ist aufgegangen das letzte Mal. Ja, gut, sehr gut. Was will man davon Kannibalen erwarten? Die sind jetzt nicht so die hellsten, ne? Wie soll ich denn da jetzt reinkommen ohne Probleme? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Lächerlich. Come on, hurry! Come on! Ah, nix, hurry. Nachher hast du Stich im Laser. Shubba, hurry! Shubba, 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 Shubba. Ich will nach unten. Abwärts. Merk's. Knall. So, noch 34 Schuss. Eine Sequenz. Muss ich jetzt was drücken? Nein, wollen wir nicht. Ein Garten. Mit erhabener Musik. Das ist ein ganz mächtiger Garten. Das Garten Eden. Ja, super. How can they survive underground? Mit der Sonne und Wasser? Ja, irgendwas scheint doch drauf. Die haben Laseraufzüge, dann können die auch ein paar Pflanzen ernähren. Wait. Muss jetzt aufs Klo, oder was? Wait! Auf jeden Fall wartet sie mit. Auf jeden Fall. Vielleicht mal hinterher. Oh nein, stimmt. Umbrella. Die Schergen aus Resident Evil. Umbrella? What? What was Umbrella doing? I don't know. Nichts Gutes. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Tricell logo on it. Are they working together? Ein Joint Venture zwischen Tricell und Umbrella. Oh mein Gott. Welch Hölle. So, Kapitel ist vorbei und auch diese Folge, würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal auf. Bis zur nächsten. Ciao. Endlich mal eine Folge ohne fiesen Endgegner, ohne FFFFV und Tod. Und einfach mal entspannt ein paar Lasern ausweichen, so, weiß auch nicht, Ethan Hunt in Mission Impossible Style quasi. Wenn es dir gefallen hat, dann lass einen Daumen da. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Resident Evil 5 mit Sheva, Sheva und Chris Redfield. You will not live to see the dawn. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. Aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Umbrella? What was Umbrella doing? Some of this equipment's got the Tricell logo on it. Are they working together? What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings! He's your master! One more time! What are you going to do about them? Alright. Research like this doesn't fund itself, you know. Yet everyone looks down on me. But not anymore. Spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new genesis is at hand, and I will be the creator. So. Made it this far.
bad, you won't make it much further. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your lives away for. I would expect you to be happier to see us. Us? So slowly.